Wir stehen jetzt hier in der Weltenkammer und sind auf dem Weg nach Muspelheim. Denn dort, oh Moment, was ist das? Der Hohe Rat? Zum Hohen Rat der Walküren gehen. Die Walkürenhelme zum Hohen Rat bringen. Aber dafür brauchen wir erstmal alle. Sollten wir tun. Die Welt des Feuers, da haben wir es doch. Muspelheim. Die Muspelheim-Sprachscheibe ist vollständig. Jetzt kann ich diese Runen verstehen. Sogar die Weltenrune für die Welt des Feuers. Ich frage mich, ob Vater dahin will. Vater will dahin. Vater wird dahin gehen. Wir machen uns auf den Weg. In welche Richtung sollte ich vielleicht drücken? Ich mach mal so. Alfheim, Jötunheim, Bannerheim und Muspelheim. Let's go. Das erste Mal, dass wir dahin fliegen, sozusagen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Die Welt des Feuers. Wir sollten unsere Axt ausrüsten. Unsere Eisaxt. Die dürfte hier hilfreich sein, oder? Also, ich hoffe es. Schauen wir uns das Spektakel mal hier aus der Nähe an. Immer wieder ein Spektakel. So, wo ist meine Brücke? So, vielen Dank, lieber Weltenbaum. Wir machen uns also auf den Weg in eine feurige Gegend. Hier waren wir noch nie. Mal gucken, was die Gebrüder Sindri und Brock so von sich geben. Vielleicht haben sie was für uns hier zu erledigen. Oh, wir können mit ihnen reden. Was? Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks Zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reisen ist kinderleicht. Cool. Solange du nicht gekocht bist. Ja, danke. Ich hoffe, ich werde nicht gekocht, lieber Brock. Vielen Dank. So. Wir gehen raus und schauen uns das mal an. Wow, ganz schön heiß hier. Mhm. Aber ist das Schnee? Asche. Ja. So fällt sie nur bei großen Feuern. Tja, das soll das größte Feuer von allen sein, nicht wahr? Alter. Muspelheim, die uralte Welt des Feuers. Hat deine Mutter davon erzählt? Nicht besonders oft. Ich meine, es spielen ja auch nicht viele Geschichten im Feuer. Außer bei den Feuerriesen vielleicht. Aber die reden bestimmt nicht oft mit Fremden. Mhm. Und es wurde schon ewig keiner mehr gesehen. Was Suturs Spießruten wohl sind. Was? In den Runen stand, dass wir die hier finden. Mhm. Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Wir schauen uns in jedem Fall um. Mal gucken, was es hier so gibt. Hier ist nichts. Und hier liegt ein kleiner Gegenstand. Nämlich Hacksilber. Danke. Nehmen wir mit. Es sieht sehr bedrohlich aus hier. Das ist die reine Hölle. Die Eishölle, die wir schon kennengelernt haben in Helheim. Das hier ist das Pendant dazu. Eine Hölle aus Feuer. So wie die Hölle immer aussieht. Und ich frage mich echt... Alter. Okay. Wo geht's denn hier lang? Wo? Wir werden es sehen. Wir schauen uns natürlich um. Gründlichst, und ich habe wahrscheinlich schon 10.000 Sachen übersehen hier auf diesen 10 Metern. Ich glaube, hier gibt es diese Aufgaben, die man erfüllen muss. Diese Wellen, Kampfwellen, Gegnerwellen, die man bestehen muss. Und ich meine, die letzte ist dann die Walküre. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Okay, gibt es nichts auf diesem Weg. Glaube ich. Dann gehen wir doch mal rein in die gute Stube des Berges. Oh ja, das... Wenn ich hier stehe, das ist bestimmt überhaupt nicht heiß. Jeder normale Mensch wäre hier verbrüht. Okay, okay, Brock, alles klar. Oh,
Das schauen wir uns mal an. Ist das nicht das letzte? Junge, noch eins. Also viele brauchen wir dafür nicht mehr. Der heißt Suter, ein Feuerriesen. Mhm. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Ein Feuerschwert. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. Mehr als nur Mythen. Ich glaube, wir haben alle... Ja, wir haben alle gefunden. Finde ich gut. Neuer Schreineintrag. Das lesen wir doch mal gerade. Surtr. Ein uralter Feuerriese aus Muspelheim. Er schmiedete ein Feuerschwert und bekämpfte Thor und Odin. Oder wird es tun? Interessant. Wie wäre es, wenn wir dieses Feuerschwert uns zu eigen machen? Wie wäre es damit? Okay, der gute Brock hat nichts zu erzählen. Wir gehen weiter. Und ich glaube, es geht nach oben. Es geht bergauf. Alter, dieser Stein, diese Wand muss doch Vater, sowas von heiß sein. Ich höre eine Stimme. Wieder ein Alter. Was? Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Hoch oben. Vulkan erklimmen. Die Muspelheim-Prüfungen. Ja, das war's. Die Stimme. Gleich hier um die Ecke. Okay. Oh. Es ist ein großes Schwert. So ist es. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. Ja, dann sind wir doch mal bereit. Liebes Schwert. Die Muspelheim-Prüfung. Schließen Sie die Prüfung ab, um die nächste Arena freizuschalten. Drücken Sie X, um die Herausforderung anzunehmen. Ja, natürlich. War mehr. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich hoffe es sehr. Logan von rechts. Okay. Level 3, Gegner. Kein Problem. Kein Problem. Noch gar nichts so schlimm. Alles nicht der Rede wert. Zwölf Gegner noch. Und wir haben noch 2,5 Minuten. Okay, das ist jetzt hier reiner Kampf. Reiner Kampf. Aber ich möchte natürlich nach oben kommen irgendwie. Sag mal. Ciao. Okay, 6 Gegner sind es noch. Ich hoffe, das sind keine krassen Gegner. Ja, ja, ich bin dabei. Okay, 2 haben wir noch. Das sind die letzten beiden. Dürften wir hinbekommen. Belohnung erhalten. Sieh nur, Beute. Wo denn? Können wir nicht wenigstens einmal Weihrauch finden? Der Geruch von Schwefel wird schnell langweilig. Weihrauch. Was soll man denn mit Weihrauch? Okay, die Ärzteprüfung haben wir mit Bravour bestanden. Wir haben schwelende Glut bekommen. Ressource zum Erstellen von Rüstungsgegenständen. Oh mein Gott. Ja. Kommen wir jetzt nicht weiter? Nein? Muss ich hier nochmal was machen? Es sagt, die Prüfung hat noch eine Stufe. Oh, noch eine Stufe. Mhm. Okay, eine schwierigere also. Na dann los. Schauen wir uns das Spektakel mal an. Sei bereit, Junge. Das bin ich. Prüfung 1 schwer. Noch mehr Drauger? Okay, komm her.
Well abgeschlossen, okay. Komm her. Komm her. Mit dem wiederbelebt. Ich hoffe, der wird jetzt nicht wiederbelebt. Was ist das? Ich komm nicht dran. Weil er abgeschlossen. Hat auch geklappt. Katzelwürmer, ich hasse sie. Das war schon etwas härter, aber auch das ging sehr gut. Oh, noch eine Belohnung da hinten. Die schnappen wir uns. Ah, ich finde das cool. Das ist herausfordernd. Und es wird noch sehr viel härter. Aber wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass wir das schaffen. Ich versuche es natürlich. Schwelende Glut, Hacksilber, danke. Kommt jetzt noch eine Stufe? Nein. Nein, das Tor hat sich geöffnet. Es geht also weiter nach oben. Ja, das wird aber auch schwieriger, ne? Das, was wir bisher hatten, das ist... Ich glaube, das war noch nichts. Im Gegensatz zu dem, was noch kommt. Also, niemand lebt hier. Offensichtlich oder? Nicht. Nur ein Feuerriese könnte hier leben. Mhm. Der Prophezeiung nach werden wir die erst zu Ragnarök wiedersehen. Mhm. Also im nächsten Teil von God of War? Cool. Das wäre doch mal geil. So, hier kann man auch wieder hinreisen, wenn man das denn möchte. Okay. Da ist noch ein Schwert. Mhm. Das muss die nächste Prüfung. Natürlich. Schauen wir uns das doch mal direkt an. Wir drücken auf X. Wir brauchen keine Vorbereitung. 5 Minuten überleben. Da sind sie. Dein Ernst. Bereit. Okay, wie wäre es, wenn ich einfach abhaue? Wenn ich weglaufe. Okay. Die explodieren. Komm her, lieber Wolf, komm her. Ich denke, das dürfte kein Problem sein, wenn wir hier uns auf Distanz begeben. Und einfach drauf losballern. So, und die Heildinger, die lasse ich mal da liegen, ne? Was denn? Stress mich doch nicht so. So. Das gibt natürlich auch Zeit. So, ciao. Was? Von wo? Du willst mich doch verarschen. Die kommen von den Klippen, ey. Ich glaub's ja nicht. Ab und zu darf ich so ein Ding mal nehmen. Okay, komm. Alle Gegner bitte. Die meisten hat es tatsächlich erwischt. Das ist aber die normale Stufe. Es gibt auch eine schwierigere Stufe. Die Hälfte haben wir. 2,5 Minuten noch. Circa.
Nice. Also wenn die Gegner so bleiben, wie sie sind, kein Problem. Von wo? Okay, die auf jeden Fall zuerst, weil die schießen. Komm her, schieß, schieß, trau dich. Okay, ich dachte, ich kann das zurückballern. Das hat nicht so gut geklappt. Alter, der Angriff ist mega. Gegen viele Gegner macht er schon echt Damage. Von mir. Kommt her. Tschüss. Aua. Wir lassen mal Atreus ein bisschen was machen. Sonst fühlt er sich so unnütz. So, knapp eine Minute noch, dann haben wir's. Nice. Ich glaube, unsere Klingen machen ja nicht besonders viel Sinn, weil das alles Feuergegner sind, oder? Oder macht das keinen Unterschied? Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied, glaube ich, wenn wir hier unsere Eiswaffen nutzen. Fünf Sekunden noch. Und jetzt sterben wir. Na, geht doch. Und die anderen Gegner sind alle weg? Bin ich gut? Okay. Das lief doch ziemlich gut. Mal gucken, was wir bekommen. Wahrscheinlich wieder ein bisschen Schwefelsalz oder sowas. Wie heißt das Zeug? Schwelende Glut, das war's. 8 Stück. Können wir bestimmt gut gebrauchen. Ich denke aber, das war nur die normale Version. Die schwierige kommt jetzt erst. Nee. Ja, erzähl mal. Na dann los. Prüfung 2 schwer. Gegner regenerieren schnell Gesundheit. Erholen sich schnell von jeder Verletzung. Okay. Oh, das sind aber Eisgegner, oder? Hey, wie sollen wir die denn zerstören? So? Okay. Okay. Die regenerieren schnell. Das heißt, diese Angriffe bringen nicht viel. Ah, wir können die runterschlagen. Okay. In den Abgrund. In den Abgrund also. Wow, das ging schnell. Viel zu schnell. Das gibt's doch nicht. Die brauchen nur einen Schlag?
Was ist das denn für Billos? Okay, gut. Nein, das war's nicht. Schwere Angriffe also. Okay. Aber hier gibt's keine... Hier gibt's keine Zeitbegrenzung? Wie viele Gegner kommen denn noch? Nein, das wollte ich nicht. Das heben wir uns gefälligst auf. Oh, den vielleicht erstmal, damit er runterfällt. Ja. Nice. Und ihn dann auch. Ich dachte, er tritt den jetzt weg. So, das war richtig. Tschüss. Adieu. Das geht am schnellsten. Naja, ich meine, wenn es nicht anders geht, ich glaube, das ist sogar so gewollt, oder? Dass man das so macht. Würde ich jetzt mal behaupten. So, pass mal auf. Nein, 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 das ist zu billig. Ciao. Wo kommt denn jetzt noch Gegner? Da hinten, okay. Ja, einmal aufreißen, bitte. Alter, was für Fights. Wow. Natürlich, was hast du denn gedacht? Alter, natürlich schaffen wir das. Das sind auch keine Gegner für uns. Ich Großmaul. Gleich kriegen wir richtig einen aufs Maul. So, schwelende Glut. Natürlich. Mhm. Yes, weiter geht's. Wir haben es wieder geschafft. Ein neues Schwert. Es geht weiter. Ich weiß nicht, wie viele Stufen es noch sind. Aber wir versuchen es so weit wie möglich zu hinzubekommen. So, hier geht's weiter. Komm mit, Sohnemann. Das schauen wir uns mal an. Hier geht's hoch, aber hier geht's auch lang. Oh, ein Gegenstand. Ja gut, ein bisschen Hacksilber. Wenn sich das jetzt mal nicht gelohnt hat. Okay, komm mit. Kleiner Mann. Ich atme nichts als Asche. Ja. Zumindest bekommst du sie nicht gleich in den Hals. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück. Ich frag mich nur, wie kann er sich hier festhalten bei der Hitze? An diesem Stein. Es müsste brennen. Oh, wow. Lodern. Ein Lavawasserfall. Ja, ja. Ein Lavafall. Ja, kein bisschen furchteinflößend. Null. So, sind wir jetzt an der Spitze oder kommt dann auch was? Denn wenn wir an der Spitze sind, dann sind wir Spitze. Oh, ich glaube, das ist noch nicht die Spitze. Nein, 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 da oben. Okay. Wie viele davon es hier wohl gibt? Oh, 6. Die Stimme sagt 6. 6 Schwerter? Oh, Gottes Willen, okay. 2 von 6 haben wir also. Na dann los. Schwächere Gegner töten, um das Schild des Stärkeren zu zerstören.
Okay. Was heißt denn stärkere und schwächere? Wer sind denn die Schwächeren? Das scheinen die Stärkeren zu sein. Wo ist denn der? Alter! Kann man dich jetzt wieder erwischen? Jawohl, kann man. Ich sehe nix. Der ist wieder unverwundbar, okay. Okay, nein, erstmal seine Kollegen. Hier. Na ja, nicht auf ihn. Auf ihn, ja. Nice, Sohn. Sehr, sehr schön. Und tschüss. Verdammt. Mann, ey, diese Dunkelalben nerven. Nein, wir können den schon wieder nicht erwischen. Wo sind sein Kumpan da? Okay. Vier Verbündete hat er jetzt. Dann sollte ich vielleicht mal ernst machen. So, einen hat er noch. Alles klar. Nice, Atreus. Aber das war schon sehr hart. Das war schon krass hart, muss ich sagen. Okay, ich nehme alles mit hier, was hier rumliegt. Und dann holen wir uns die Kiste, die wir uns sowas von verdient haben. Boah, diese Muspelheim-Prüfung, ne? Wir sind gerade mal bei der Hälfte, aber die haben es sehr in sich. Die haben es sehr, sehr in sich. Ich muss zwischendurch mal gucken, ob wir mit der schwelenden Glut und mit den Feuerwappen, die wir jetzt bekommen haben, irgendwas anfangen können. Bei Brock, vielleicht kann der uns ja irgendwas basteln. Aber jetzt erstmal die nächste Prüfung. Töten Sie Gegner, wenn diese innerhalb der Goldringe sind. In der. Was für Goldringe? Noch mehr hinter dir! Da. Na komm. Ja, wollt ihr nicht mal hier reinkommen? So, drei hätten wir schon mal. Aber das muss auch noch innerhalb von einer bestimmten Zeit passieren. Das ist ja voll unfair. Wieso kommen die nicht hier hin? Oh, hi. Ja.
Welle abgeschlossen, wunderschön. Ich bräuchte ein bisschen Helf. Oh, ne, brauche ich gar nicht. Okay, gut. Da hinten ist der nächste Ring. Ich hab einen Ring of Fire. So, komm schon. Die müssen im Ring sein, wenn sie sterben. Er ist blöd. Ja, wenn die nicht reinkommen in diesen Kackring, was soll ich denn machen? Vorbei gerade mal. Das ist schon, das ist ein bisschen blöd. Weil die bleiben schön außerhalb von diesem Ring. Als wüssten die, was hier passiert. Vier von fünf, okay, das war ein guter Schlag. Hör mir, einer noch. Ja, am liebsten du, weil du kommst immer auf mich drauf. Scheiße. Na los, das wird der fünfte. Alter. Okay, den kann ich gut gebrauchen hier. Wie viele von diesen Wellen gibt es? Am Rand, weißt du? Komm. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das zählt nicht. Oh. Auch nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist gar kein Ring mehr. Wo ist der Ring? Da hinten. Hinter dir, pass auf! Kommt alle hier rein. Ein einziger hat davon gezählt? Hinter dir! Boah, das ist schon blöd. Ganz ehrlich, das ist echt Kacke. Oh mein Gott, ey. Okay, 2,5 Minuten haben wir noch, aber das ist... Das ist eine richtige Krux hier gerade. Vor allem, das zählt alles überhaupt nicht. Alles, was ich hier gerade tue, zählt nicht. Von hinten! Das denn? Weißt du, er geht aus dem Ring raus, um ihn fertig zu machen. Scheiße, Mann. Kommt her, Jungs, kommt her. Na los. Die sind wieder alle außerhalb. Na endlich. Nein, 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 hör auf. Lass sie hinkommen. Oder da hinten hin, wenigstens. Ich hab nur noch eine Minute. Scheiße.
4 von 5, nice. Das hat's gebracht. Nein, nein, nein. Da hinten ist der Ring. Nein, nein, nein. Lass ihn hier kommen. Atreus, lass ihn hier reinkommen. Lass meinen Sohn in Ruhe. Okay, das hätten wir also auch. Das war schon... ich will nicht sagen schwierig, aber es war ärgerlich. Weil ich habe echt einige umgehauen. Das Problem war einfach... Die sind aus dem Ring rausgeflogen. Weißt du? Ich habe die im Ring geschlagen, aber die sind rausgeflogen. Während sie gestorben sind und das hat dann nicht gezählt, das war echt blöd. Aber gut. Atreus, folge mir. Atreus, mein Freund. Mein Sohn, komm mit. Sohnemann. Das verstehe ich gar nicht. Ich könnte sie ja kratzen. Aber das mache ich nicht. Ich bin ein Barbar. Ein absoluter Barbar, wenn es um sowas geht. So, okay. Ich dachte, das wären Spezialfolgen, also eine Folge pro Welt, aber ich glaube, ich habe mich vertan. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan. Wir werden mindestens zwei Folgen brauchen, hierfür muss bleiben. Ja, denkst du, ich sehe das nicht? Das ist Schwert Nummer 4. Und es wird immer schwerer. Es wird immer schwerter. Sorry. 100 Gegner besiegt! Bereit! Oh, du meinst den Jungen, klar. 100? Okay. Ich meine, ja, 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 klar. Wenn das Billo-Gegner sind, gerne. Aber wenn jetzt 100 Trolle kommen... Das war einer. Und es gibt zum Glück keine Zeitbegrenzung. Bringt das was, wenn ich das hier nutze? Oh, der nimmt jetzt ein Bad im Jacuzzi. Ich sollte die alle von den Klippen stürzen lassen. Sag mal, kommen die immer einzeln? Dann dauert das ja 100 Jahre. Ich hoffe, die kommen nicht alle einzeln. Ich bitte dich. Ich bitte dich, lass sie nicht einzeln kommen. Ja, ja, lass sie kommen. Finde ich, auch brauchen wir nicht. Den machen wir so fertig. Das geht schneller. Ja, okay. Ein Zehntel hätten wir gleich. Du hast da welche übersehen. Aua. So geht's schneller. Die da runterschlagen. Okay, der will gar nicht runterfallen. Dann nicht. Also, wenn das so weitergeht, brauchen wir hier noch lange. Rechts, da kommen noch mehr. Rechts. Oh ja, ich sehe es. Nice. Ja, komm, schieß ruhig. Schade. Jetzt kommt auch noch so ein Dicker. Okay, den hauen wir aber ziemlich schnell runter, muss ich sagen. Sehr schnell. Das geht schon sehr, sehr gut. Das geht sehr gut. Aber trotzdem, es war nur ein Gegner. Und er zählt halt auch nur als einer. Er zählt halt nur als einer. Wir brauchen noch 87 Gegner, willst du mich verarschen? Was ist das für eine Prüfung?
Das ist einfach nur eine Fleißarbeit hier gerade. So, 85 noch. Ich hoffe, das Tempo steigert sich so langsam. Nein, nein, nein. Abbrechen. Jetzt kannst du das machen. Mit vollem Zorn. Okay. Lass doch mal mehr Gegner so kommen. So Billo-Gegner, aber viel mehr davon. Okay, jetzt sind es mehrere auf einmal. Das ist schon mal gut. Treten wir voll in den Stein. Alles gut, Sohn. Danke. Oh, 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 oh. Komm her, komm her. Ah, Mist. Ja, okay. Ich dachte kurz, es wären jetzt mehrere Gegner, die da sind, aber anscheinend doch nicht. Sind noch mehr aufgetaucht. Auf dich? Okay, ich glaube, es werden so langsam mehr, aber auch nicht wirklich. Okay, der explodiert, das habe ich vergessen. Was ein Gemetzel. Ich hatte ja gehofft, dass hier diese Billo-Gegner kommen, so 10, 20 Stück auf einmal, damit das um einiges schneller geht. Aber leider, leider ist das nicht der Fall. Okay, jetzt sind es unter 70 Gegner, aber immer noch sehr zäh. Ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen schneide hinterher, wenn das jetzt nicht ein bisschen schneller geht. Weil das scheint doch ein bisschen übertrieben. Da kommt schon wieder so ein Dicker. Du willst mich doch verarschen. Okay, komm her. Trau dich. Da ist noch so ein Dicker. Der hat keine Rüstung mehr. Den müssen wir erledigen. Ja, ich sehe es. Komm her, Kollege. In Zeitlupe haben wir das gemacht. Alter, ekelhaft. Sehr gut gemacht. Jetzt sind wir bei 60 Gegnern. Noch mehr hinter dir, Bruder. Ja, ja. Vor mir aber auch. Yeah.
nicht jetzt. Nicht bei den Billo-Gegnern hier. Ich sag dir mal, mein Freund. Ich bräuchte mal so ein bisschen Hilfe. Ich meine, wie soll das denn weitergehen hier? Die ganze Zeit solche Gegner? Hier, bitte sehr. Zurück an den Absender. Okay. Atreus Blick. So von wegen, what the fuck? Ja, genau so. Solche Gegner will ich haben. Die ganz schnell zu Fall gebracht werden können. Ja, komm, trau dich. Ja, jetzt sind wir unter 50, aber ganz ehrlich. Oh, komm hinter dir! Was? Oh mein Gott. Oh, so ein Troll. Noch einer? Vielleicht können wir mit dem Troll mal erledigen. Aber auch nicht wirklich, ne? Wenn jetzt wenigstens so kleinere Gegner da wären. Leider nicht. Wow, Alter, was für zähe Kämpfe hier sind. Okay. Hier sind noch ein paar mehr für dich. Ciao. Okay. Oh, jetzt kommen so langsam. Ja, komm. Kommt schon, kommt schon. Alle zu mir. Alle schön zu mir. Der Angriff ist mega. Dieser schwere Runenangriff. Oh, verdammt. Okay, wir haben irgendeinen Auftrag abgeschlossen. Standfest. Keine Ahnung, was es heißt. Aua. Alter, wenn wir jetzt sterben, ne? Was passiert hier? Wer erwischt uns denn da so? Ja. Der hat gut gesessen. Wo ist denn mein Heilungsstein? Warum gibt es hier eigentlich keine Heilungssteine? Ist das normal? Ist das normal, dass hier keine Heilungssteine gibt? Ist das so gewollt? Wow. Ich sollte den mal aktivieren. Einfach nur ein bisschen Helden zu bekommen. Dadurch bekommen wir Helden. Für jeden normalen Schlag.
Okay, jetzt sind noch 23 Gegner. Und es wird langsam kritischer, wie ich merke. Es wird etwas kritischer, glaube ich. Okay, die letzten 20 Gegner, da kommt ein Troll. Erstmal den Troll. Erstmal den Troll. Ja, genau deswegen. So können wir auf die anderen losgehen. Auf den hier zum Beispiel. Ist er überhaupt tot? Der Dicke? Natürlich nicht. Okay, der will Stress. Ich hab's gleich. Na komm. Was ist das? Den brauchen wir. Es kommen noch mehr. Da ist okay, lass sie kommen, lass sie kommen. Okay, okay, 13 Gegner noch, das dürften wir hinbekommen. Okay. Die letzten 12. Alter, meine Finger explodieren gleich. Was machst du denn da hinten? Ja. Ja, das Ding explodiert halt, Mann, das ist auch echt nervig. So, 11 noch. Und wahrscheinlich haben es die 11 in sich. Naja, lass sie alle kommen. Lass sie alle kommen. Alle. Natürlich kommt noch so ein Dicker. Okay, der Dicke wird der Letzte. Ich will, dass der Dicke der letzte Gegner ist. Standesgemäß. Danke. Okay. So, Kollege. Komm mal her. Bin froh, dass du kein Schild hast. Wo ist denn dein Schild? Wo ist denn deine Rüstung hin? Jedes Mal wird es etwas leichter, hast du gerade gesagt. Alter. Ey, wenn jetzt nichts in dieser Kiste ist, ne?
Wow, was war das für ein Fight, Mann? Wahrscheinlich wieder schwelende Glut und ein bisschen von diesen Feuerwaffen.